Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Motorsport 2. Wir haben ein mittleres Rundkursrennen namens Crush Hour. Das sagt mir schon mal was. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Da sind wir schon. Drei Runden haben wir mit dem Ariel oder wie man den ausspricht. So, okay. Die große Herausforderung mit dem Ariel, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ist, er haltet gar nicht viel aus. Also wir können nur ein bisschen mit den Gegnern kuscheln, aber wenn es ein bisschen härter wird, nur ein ganz kleines bisschen härter, dann, jo, dann verlieren wir eigentlich immer. Das ist so die große Herausforderung mit dem Wagen. Ist auch klar, okay, ist auch groß nichts dran. Verdammt. Okay, hab mich schon gewundert, dass wo er mich gecrashed hat, dass ich nicht kaputt gegangen bin, aber die Wand, ja, die hat mir halt schön den Rest gegeben. Richtig super. So, die Cops kommen natürlich auch. Wow. Okay, wir sollten aber langsam mal aufholen. Ein bisschen Nitro geben. Weil ansonsten wird das ja hier nichts. Wow, die sind schon teilweise ganz schön weit weg. Vor allem hier Platz 1. Hallo Polizei! Oh, wir müssen aufpassen. Oh, nicht so hart. Nicht so hart. Ich bin doch ein sensibler Mann. So, hier mal ein bisschen weg. Hey, da würden wir gar keine Takedowns machen, weil... Wow! Okay. Alles klar. Yo. Oh, hallo, was macht der da? Ich würde mal sagen, wir machen das Rennen nochmal, weil... Oh mein Gott. Das war mal gar nichts. So. Auf ein neues. Ich soll jetzt wirklich aufpassen, am besten so wenig wie möglich Kontakt zu allem zu haben. Also zu Fahrzeugen, zu Wänden, zu Polizei, zu was auch immer. So, nochmal weg. Oh, okay, ist sogar auch ein Teil. Oh, hatte ich mir schon zu viel Kontakt. Hier auch schon. Verdammt. So, boah, Achtung. Wo ist denn der gerade rumgefahren? Ist der gerade wirklich nach unten gefahren? Na, da kommt er wieder. So ein Schwein. Hat mich schon gefreut. Oh, das war aber auch ein bisschen happig gerade. So, hier packt wieder die Polizei. So, wir werden schon mal Platz 1 in der ersten Runde. Puh, okay. Sollte ich das nur noch halten? Das ist ein bisschen schwer hier auf 250 und der ist schon an seiner Grenze. Wir haben da hinten noch einen Lamborghini Gallardo, der packt locker die 300. Ich hatte ein bisschen schlecht. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, keine Ahnung. Irgendwie müssen wir es halt halten. Aber bis jetzt sieht es eigentlich mal gar nicht so schlecht aus. Fahre ich gerade sowieso, ich fahre ja 250 und ich werde nicht überholt. Bin ich doch ein bisschen recht seltsam. Der eigentlich ist mich sind dicht hinter mir dran. Sicherlich der Lamborghini, aber. Ein bisschen komisch, dass er mich gar nicht überholt. Eigentlich sollte ich mich ja freuen, aber ich wundere mich eigentlich ein bisschen mehr. Ich habe mal wirklich hier an den 250 bin. Es geht nicht mehr und jo. Die Gegner können eigentlich schon mehr. Aber vielleicht tun die Cops auch ein bisschen mithelfen, dass sie nicht so gut aufhören können. Könnte auch sein. Vor allem das Geile ist, meine Fahndung, die steigt eigentlich nie, sondern die ist hier auf Level 1 und der Balken geht gar nicht weiter nach oben. So, hier wird schon Nitro verbrauchen und gleich wieder durch die Tanke durch. So, dann hätten wir es. Boah, das war jetzt eigentlich doch. Ja, okay, ist noch nicht vorbei, das Rennen, aber bis jetzt würde ich sagen, eigentlich doch relativ easy, oder? So, hier noch ein Kontrollpunkt und dann haben wir schon das Ziel. Oder kommen wir den einen, den überrunden wir fast. Wäre auch geil gewesen, wenn wir noch den letzten überrundet hätten. Der wäre, glaube ich, gar nicht so weit weg gewesen. So, wir haben sogar auch eine Most Wanted Challenge verfügbar. So, Rennreifen. Jo, das können wir reinmachen.
Leichtbau-Chassis. Ich weiß, es ist Chassis, man sagt es Chassis mit SCH eigentlich. Einfach mit SCH und dann so wie man es schreibt. Oh, haha, hallo Polizei. So, hier steht auch nochmal Most Wanted drin verfügbar. So, wo fahre ich hin? Ja, einfach mal geradeaus. So, jetzt steckt gerade die Fahne und ganz schön. Jetzt müssen wir dann noch ein bisschen ablenken. Ablenken, ich meine, ihr wisst schon. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, verdammt. Nicht schlecht. Hier abhängen wollte ich sagen, nicht ablenken. Aber wir haben sie ja schon abgehängt. So. Perfekt. Jo, ich würde sagen, ich mache ja gerade so einen kurzen Schnitt, weil ich hier die Aufnahme mal beendet habe, kurz. Und da sind wir wieder. So, einfach mal kurz hier schauen. Events abgeschlossen. Nur 29? So wenig? Es kommt mir viel mehr vor. 29 Events, das kann doch gar nicht sein. Hallo? So, da ist das Easy Drive wieder da. Wir haben das Most Wanted Rennen gegen den Lamborghini Aventador. Welchen Wagen nehmen wir da? Den Ariel nehmen wir ganz sicher nicht. Den Bentley, was? Nee, hier. Schauen wir da, den R8 an. Ja, der ist halt nicht getuned, aber schlechte Werte hat er nicht. Ja, wir können die ZR1 nehmen. Oder schauen wir den Galado an. Ja. Ich bin da nicht so ganz sicher, aber die könnten, glaube ich, relativ gleich stark sein. So, der McLaren. Oh. Hey, ich verstehe es nicht. Das fucking Easy Drive. Nach 2-3 Minuten schließt sich das teilweise immer mal wieder. Einfach so. So, wo waren wir? Wir waren beim McLaren. Ich glaube, die Z1 ist noch ein bisschen besser. Schauen wir noch den Mercedes an. Was haben wir sonst noch? Den Porsche vielleicht, aber ich weiß nicht. Ja, welchen habe ich getuned? Ich glaube. Nee, das war, glaube ich, der obere. Der da war das. Ja, den haben wir getuned. Den 918er, ja, war halt Most Wanted Platz 5, aber auch nichts getuned und so. Ich würde mal sagen, wir steigen mal kurz in den Mercedes-Benz ein und dann können wir mal mit dem vergleichen, weil mit dem Ariel die vergleichen ist ein bisschen kacke. Deshalb jumpen wir kurz zu dem Mercedes rüber und dann können wir da mal schauen, wie da die Werte sich verändern. So. Alles klärchen. Jetzt können wir nochmal schauen. Da die Z1, alles grün, bis auf Gelände und Robustheit. Aber darauf ist schon mal geschissen. Der Lamborghini. Ah nein, nicht direkt. Ah, guckt ja schon schlechter. Okay. So, der McLaren, Beschleunigung ist ja besser, Höchstgeschwindigkeit nicht, ja. Ansonsten, ja, den Porsche können wir noch anschauen. Ah, nee, nee, nö und nein. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann benutzen wir die ZR1 nochmal, die Corvette. So, ich hier einen rumgejumpet zwischen den Autos, aber ja. Ist ja ein bisschen blöd, wenn ich hier mit einem schlechten Wagen zum Most Wanted Rennen gehe. Okay, zur Corvette dauert es ein bisschen länger, aber da sind wir schon. So, Modifikation. Ich könnte vielleicht die Reifenreparatur reinmachen, gerade für das Rennen. Ja, vielleicht gar nicht mehr so schlecht, machen wir doch mal. So, den Energieschub. Ich weiß nicht, ich bin mir da immer so unschlüssig, aber so beim Driften ist halt das normale Nitro schon ein bisschen besser. Hier Leichtbau, ja, haben wir drin. Hier langes Getriebe, kurzes Getriebe, ich weiß es nicht. Eigentlich eher auf Beschleunigung, oder? So, hier haben wir noch Prallschutz, aber da lassen wir wohl Aero drin. So. Was haben wir? Ne, hier haben wir 100 Wagen. So,
0,6 Kilometer. Ist ja hier gleich hinter die Ecke. Okay. Ja, alles gleich hin. So, noch schönes Rot. Und jo, dann sind wir ja schon gleich da. Okay. Hat sich das ja auch noch ein bisschen gelohnt, hier den Wagen zu wechseln. So, gleich hier mitten auf der Straße. So, der Aventador. Den habe ich schon mal in echt gesehen. Erst vor kurzem, vor 2-3 Monaten, stand ich direkt vor allem. Ziemlich geil, die Karre. Ja, und da haben wir schon ein Stückchen von dem Wagen gesehen, der uns bald gehört. Hoffen wir zumindest mal. Verstanden. Einsatzleitung hat Code 3 genehmigt. So, okay. Ich muss sagen, wow, wir hören gerade gut auf. Oh, noch einen schönen Techno gemacht. Aber die Z1 ist gar nicht mehr so schlecht gegen den Lambo. So, und da, wow, okay. Ja, okay, wir haben Reifenreparatur dabei, aber trotzdem sollten wir am besten ausweichen. So, der kommt ja gleich wieder. Oh, noch mal eine Z1. Mal diesmal Polizei. Na toll. Ich schalte mich hier selber gerade aus. Sehr nice. So, hier. Na, fuck, man, ich hätte. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich hätte natürlich rechts runter müssen. Ich habe gedacht, wir müssen weiter, aber. Oh, ja. Lass mal lieber mal. Okay. Ja. Das war mal wieder eine super Leistung. So, dann halt nochmal. Boah, 9 Kilometer auch noch. Okay. So, der Lambo, der hat kurz einen Vorsprung und jetzt holen wir ihn gleich wieder ein. Und nochmal ein Takedown. Haha, perfekt. So, schöner Hänger. Wir warten kurz und weiter geht's. Keine Ahnung, also ganz ehrlich, ich habe mit dem Spiel eigentlich nie Probleme. Nur ja, jo, erstmal die Reifen kaputt gemacht und einen Crash gemacht. Muss ich sagen, war der erste Hänger von dem Spiel. So, ja, hallo? Ah, okay, jetzt sind die Reifen wieder ganz okay, das dauert ein bisschen. Na toll, ja, hinter mir ist keiner, weil der Lambo vor mir ist. So, mal schauen, ob ich den noch krieg. Wir haben ja noch ein relativ langes Rennen. So, da vorne ist er ja auch schon wieder. Dies war auch mal wieder nix. Oh, wieder ein Nagelband. Nö, müssen wir nicht unbedingt durch. Dauert mir doch ein bisschen zu lang mit dem Reparieren. Mein klar, okay, besser wie normale Reifen, aber. Naja. So, oh, einmal nach links. So, come on, hier ist er ja schon wieder. So, komm, lass dich überholen. Dankeschön. So, einmal hier durch die Mitte. Boah, sogar einmal drüber geflogen über die Brücke, oberes Geschoss, Dingsbums da. So, einmal hier. Na, kein schöner Drift, schade. Schaffen wir es ein. Jo, der war ganz nett. So, einmal hier nach rechts, okay. Perfekt eingeparkt. Dankeschön. Ich hab's schon kommen sehen. So, aber der ist auch irgendwo gerade hängen geblieben. So, wo sind wir? Rechts, links? Ah, scheißegal. Überall sind Straßensperren. So, was haben wir noch? Wow! No, come on! Danke. Dankeschön. Das hat mir noch gefehlt. Ich wollte gerade schon sagen, wäre schneller gewesen, wenn ich einen Crash habe, da, wo ich da dagegen gefahren bin und wo mich der Lambo dagegen geschuckt hat. Und dann kam auch noch der Kopf. Ja, und jetzt. Ich habe so das Gefühl, ich fahre ein Rennen, mach keinen Crash und. Jo. Einmal schön wieder durch das Nagelband.
Ich mache kein Crash im Rennen und komme normal durch. Und bei einem Rennen, wo ich mache einen Crash und dann kommt so eine Kettenreaktion. Noch ein Crash, noch ein Crash, noch ein Crash, noch ein Crash. Und das in ziemlich schneller Zeit. Habe ich so teilweise das Gefühl, dass es irgendwie so Kettenreaktion auslöst. Sobald ich einen Crash mache, ist das Rennen vorbei, weil dann tausend andere Crash noch hinterher folgen. So, come on, come on! Da vorne ist das Ziel. So, trotz Lag, trotz Crash, trotz zweimal Reifen kaputt, haben wir es noch geschafft. Gerade noch so ganz knapp und ja, ich wollte gerade sagen, ich freue mich über mein neues Auto. Das habe ich aber noch gar nicht. So, Hallöchen, mein schönes Pöppchen. So, hey, jetzt, guck mal, jetzt beschleunigt er aber gerade mal. Richtig übel. Hey, hey, wie der jetzt gerade wegrast. Was geht ab, Mann? Okay. So, aber da ist er ja schon wieder. So, einmal so. Oh, da ist er gleich noch gegen die Wand oder so. Jo, wilder Stier. Alles klar. So, ich würde sagen. Was machen wir? Ja, ich denke mal, das war's für diesen Part. Ich denke, ich wechsle wieder zum Aerial rüber und wir sehen uns im nächsten Part. Wieder schauen und reingehauen.